Chop Suey, dieser Name taucht irgendwie auf jeder asiatischen Speisekarte irgendwie mal auf, ja, mit Ente, mit Schwein, mit Rind, mit egal was, mit Igel. Nein, nicht mit Igel. Gibt ja kein Igel Chop Suey. So. Aber was Chop Suey genau ist, wie man es zubereitet und warum Chop Suey eigentlich gar nicht so asiatisch ist, das seht ihr in diesem Video. So, denn dieses Gericht ist tatsächlich, glaube ich, so habe ich es gelesen auf jeden Fall, asiatische, chinesische Auswanderer, die dann in Amerika Fuß gefasst haben, sollen das erfunden haben. Ja? Und dabei kann man sagen, oh, es ist wahrscheinlich so eine, ja, eine Hand-in-Hand-Erfindung irgendwie. Trotzdem ist es ganz cool. Ja? Und Chop Suey hat so auch die Grundregel: Nimm, was du in dem Kühlschrank hast, mach einfach leer. Es gibt eine bestimmte Basis, ja, die solltest du für die Grundlage haben. Und wie das jetzt geht, zeige ich dir. Wokpfanne, ja, machen wir schon mal an. Schon mal so mittlere Temperatur passt, ja. Und wir machen heute Hähnchen-Chop Suey, ja. Und dafür habe ich hier eine Hähnchenbrust. So. Und hier habe ich Sojasauce drin, ja. Und hier habe ich Maisstärke drin. Wir nehmen aber die Maisstärke und rühren die direkt in die Sojasauce um. Denn daraus ziehen wir später die Soße, ja. Also, Sojasauce. Dann habe ich hier einen Löffel und rühre das alles so ein bisschen um. So, und jetzt ist die Sojasauce so ein bisschen milchig geworden, ja. Genauso wollen wir das aber haben, ja. Und jetzt nehmen wir das Hähnchen, schneiden das hier in Streifen, ja. Das ist ja hier ein Kurzbratgericht, kein Schmorgericht. Also guck, dass die Struktur des Hähnchens ein bisschen dünner ist, ja. Ob ihr jetzt kleine Würfel macht oder längere Streifen, ist okay. Hauptsache, es ist nicht zu dick, ja. Weil sonst braucht es immer zu lang, um gar zu werden. Und während das dann gart, ja, ist euer Gemüse einfach schon todesweich und habt da auch keinen Bock drauf, ja. Also hier. Ein paar lange Streifen rausschneiden, das ist doch cool, sieht doch besser aus. Und das lege ich jetzt auf jeden Fall für roundabout 20 Minuten hier in meine Mischung rein, ja. Und jetzt können wir direkt weitermachen, ja. Hier, boah, wird langsam muckelig warm, ist das schon mal schön, hier in dem kalten Studio. So, Knoblauch. Feine Streifen rausmachen. Und dann hacken wir das so ein bisschen durch. Dann habe ich ein Stück Ingwer, das nehmen wir auch noch mit, ja. Knoblauch und Ingwer ist immer eine ganz gute Mischung. Jetzt nehme ich ein bisschen Öl ab in die Pfanne, ja. Und jetzt guckt, dass ihr so, ja, ich sag mal, noch mittlere Temperatur habt. Denn jetzt lassen wir quasi Knoblauch und Ingwer erstmal aus, ja. Das heißt, wir machen jetzt in der Pfanne, machen wir so ein paar Röstaromen mit Knoblauch, Ingwer. Ja, die Aromen gehen ins Öl irgendwie rein. Und in diesem Öl können wir dann gleich das Hähnchenfleisch anbraten, ja. Hähnchenfleisch, ja, war jetzt lang genug in der Stärke. Ich wende das hier nochmal so ein bisschen. Perfekt. Jetzt nehme ich mir hier so mein Sieb hier, einen Teller zum Auffangen der Soße und gebe mein Hähnchenfleisch einfach da rein. So, jetzt gehen wir mit der Temperatur hoch, ja. Der Knoblauch wird braun, das heißt, wir haben eine gewisse Hitze da drin, ja. Das Öl ist schön raffiniert, das Hähnchenfleisch ist schön mariniert, ja. Und jetzt geben wir das hier rein. Jetzt habe ich hier eine Schalotte geschält. Einmal halbieren und jetzt schneide ich mir hier längs ein paar Streifen runter. Mit reingeben, kann direkt mitbraten, ja. Dann habe ich hier ein paar Champignons. So, Pilze würde ich auf jeden Fall reinmachen, denn Pilze haben so einen schönen vollmundigen Geschmack, ja. Die runden gleich alles richtig gut ab. Hier habe ich noch Brokkoli-Röschen, hier habe ich Sprossen, hier habe ich noch ein bisschen Kohl, ja. Und beim China-Kohl, ja, den solltet ihr schön in Streifen schneiden. Und einen Kohl zu verwenden für Chop Suey finde ich ganz cool, denn Kohl saugt sich immer richtig cool mit Soße voll, ja. Das ist, wenn du dann so eine Gabel und einen Löffel davon nimmst, ja, und du beißt dann da rein, dann hast du diesen ganzen Geschmack im Mund, das explodiert richtig. Und jetzt habe ich hier Shaoxing-Wein, ja, und das ist ein chinesischer Wein, den man auch gerne zum Kochen nimmt, ja, es ist ein Reiswein. Wenn ihr den nicht habt, ihr könnt auch, ja, Merin könntet ihr auch nehmen. Ich nehme auch sonst gerne Sherry, ja. Und ich würde den auf jeden Fall nehmen, ja. Es ist jetzt nicht so, wenn ihr sagt, oh, ich kriege den nicht, lasse ich ganz weg. Lasst ihn nicht ganz weg, dann nehmt lieber ein bisschen Sherry, ja. Kriegt ihr aber in jedem gut sortierten Asialaden oder auch online. Einfach bestellen und ablöschen. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Austernsoße, ja. Keine Angst vor Austernsoße, denn Austernsoße besteht mittlerweile fast nur noch aus Austernextrakt, ja, und beinhaltet gar keine ganzen Austern, ja.
hat aber einen richtig schönen süßlichen Geschmack, ne, wie so eine süße Sojasauce. Und rundet das Gericht gleich richtig ab, ja, weil wir haben so viel Salzaromen, ja, mit der Sojasauce da drin, dann ist es gut, auch so eine süßliche Gegenkomponente zu haben. Und jetzt nehme ich noch hier die Marinade von unserem Fleisch, das ist okay, ja. Guck, dass das schön kalt ist, ne, das ist wichtig, weil da war Hähnchenfleisch drin. Und das wird jetzt quasi unsere Soßenbasis, denn Stärke ist ja schon drin. Dann habe ich hier noch einen kleinen Schluck Wasser, ja, damit wir auch ein bisschen mehr Soße haben. Ihr könnt auch Gemüsebrühe nehmen, in dem Fall könnt ihr auch eine Hühnerbrühe nehmen. Und jetzt kochen wir das alles ein bisschen auf. Jetzt gebe ich noch den Kohl dazu. Dann habe ich hier noch ein paar Brokkoli-Röschen, ja. Hört bloß auf, die vorher zu blanchieren, um Gottes Willen. Der Tod eines Brokkolis ist, wenn ihr den vorher in kochendes Wasser werft. So, und gleich für die Garnitur habe ich hier noch ein bisschen Frühlauch. Da schneide ich mir das Grüne schnell ein bisschen ab. So, das lasse ich jetzt noch für 2 Minuten ziehen und dann können wir anrichten. Guck mal, wie schön dickflüssig die Soße ist. Ja, die zieht richtig schöne Fäden. Also wie eine, eigentlich wie so eine Ragout-Soße, ja. Richtig cool. Und so darf unser Chop Suey doch auch aussehen. Richtig, richtig lecker. Wow. Jetzt hier noch ein bisschen Frühlingsrauch rüber. So, unser Chop Suey ist fertig. Und bevor ihr das nächste Mal zum Asiaman rennt, ja, kocht euch das schon mal selber einen Chop Suey. Ja, mega einfach gemacht. Nicht länger als 20 Minuten, wenn wir fertig. Simple Arbeitsschritte, ja. Schnell mariniertes Fleisch, schnell angebraten, eine tolle sämige Soße ziehen und dann habt ihr schon dieses Ergebnis für euch. Fantastisch. Und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Und dabei werde ich ein bisschen in meinem Buch rumstöbern. Das ist nämlich ganz cool. Ah. New Waves, ja. 120 Rezepte auf knapp 300 Seiten. Ich kann es euch nur empfehlen. Jeder Liebhaber der asiatischen Küche sollte da mal reinblicken, ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, ja, der Doppeldaumen. So, und ich bin raus. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.